Also hier sieht man nochmal die Watt. Nicht besonders hoch, aber sollte gehen. Und da oben ist nochmal hier der Drop da. Und das ist halt schon echt steil. Und dann hier rein. Also das Stück, sag ich mal, das geht dann wieder hier. Das ist wieder machbar. Aber hier dieses kurze Steilstück, das ist ja wirklich immens und übel steil. Also das finde ich schon nicht schlecht. Packen hier mal ein paar Steine weg. Wir sind gleich ja Trail Crew. Ja, das Stück geht ja hier noch. Das ist ja nicht allzu hart. Einfach runterlaufen lassen. Und dann geht's hier unten rein. Ach, hier geht's ja noch weiter. Jo, wir sind immer noch hier unten, stimmt. Okay, gut. Kurz ausrunden hier. Und dann wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich glaube, Inside sieht gerade geiler aus und einfacher als außen. Weil, wenn man hier kommt, wahrscheinlich dann hier und dann links bleiben. Weil, ja. Gut, rechts geht auch, aber die Rad ist halt schon ziemlich ausgefahren. Ich werde wahrscheinlich erstmal links probieren, outside, inside und dann erstmal outside probieren. Sieht beides gut aus. Ja, einfach mal gucken. Gucken wir mal weiter, wie es hier vorne aussieht. Also das ist die Rad hier. Nicht besonders groß. Alter, Junge, alleine hier schon zu laufen ist gefährlich. So, ja, das geht eigentlich. Also wenn du hier oben durchkommst, das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm hier. Sieht eigentlich relativ in Ordnung aus. Huch, da hier was locker getreten. Aber ja, da kann man halt hier schön rein. Das geht voll klar. Ja, und dann, okay, hier wird es nochmal ein bisschen abbremsen. Enge Kurve. Mal hier runter. Ja, okay. Oder halt hier Kante runter. In so einem beiden. Ich werde wahrscheinlich richtig abbremsen. Oh, hier ist es matschig. Okay. Richtig Hinterrad versetzen und dann außenrum. Wird wahrscheinlich am einfachsten sein. Obwohl der Drop eigentlich auch machbar aussieht. Und danach ist es auch nicht zu krass. Hallo, GoPro, jetzt. Ja. Erstmal hier schön außenrum. Zum Eingewöhnen und dann mal den Drop nehmen mit dem Downhiller. Mit Enduro muss ich das hier auch runterkommen. Und ja, deswegen. Aber der Drop sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, aber erstmal außenrum dann wahrscheinlich. So, ich laufe mal ein Stück weiter runter, ne? Ich habe auch noch 14% Akku, das wird enge. Aber ja. Oh, da oben kommt der Regen. Oh no. Ja, wahrscheinlich rein, dann oben fahren. Ich fahre einfach oben. Unten, ja, unten geht auch, aber ich finde oben eigentlich jetzt sieht ganz geil aus. Schön lang und dann zack. Sieht eigentlich übel chillig aus, wenn man halt hochkommt. Zwei Rats hat man zum Treffen. Aber ja. Sieht gut aus. Ja, easy. Kriegen wir hin. Also hier sieht gut aus. Ja, kann man da unten fahren. Huch. Jetzt geht es halt hier rein in diese Kurve. Hier unten war, glaube ich, zweite Zeitabnahme da jetzt mal. Ja, schön außen. So, dann hier kurz abbremsen. Kurz abbremsen hier runter. Und dann, wenn es gar nicht geht, geradeaus, aber ich glaube, ja, schön eng und dann hier so zack, zack, zack oder am Baum lang und dann unten rein. Ja, ich gehe mal ein Stückchen runter. Ja, es sieht am besten aus. Ja, werde ich wahrscheinlich machen. Inside und dann zack, runter. Leicht anbremsen, reinfallen lassen in die Rad hier. Die sieht auch sehr stabil aus, also sollte nichts passieren und dann, oh, ich sehe da unten schon das Riesengap. Kann man natürlich nicht fahren, ist gesperrt, aber sieht halt mega krank aus. Und Alter, dieses ganze Stück hier sieht halt schon richtig crazy aus.
kommt aus der GoPro gar nicht rüber, aber es ist halt übel krass. Sieht halt richtig geil aus. So, hier habe ich das typisch kleine Drops. Kleine Absätze. Geht einfach laufen lassen. Außen schön drüber. Aha, hier kommt man gar nicht runter. Okay, das letzte Stück kann man gar nicht fahren. Schade. Dann, ja, laufen lassen. Wie komme ich jetzt hier runter? So, hier. Laufen lassen, abbremsen und dann. Ja, easy. Hier ist der Drop. Geisteskrank, das Ding. Ja, hier dann wahrscheinlich einfach außen lang laufen lassen. Außen sieht man, das sieht sehr vertraulich aus. Und das sieht auch sehr stabil aus. Oh ja, ja, hier ist der Boden gut. Schön außen lang. Ach, das ist die Cross-Country-Strecke hier. Ah, jetzt weiß ich. Okay. Ja, hier ist die Cross-Country-Strecke. Weil im Leogang ist ja auch immer Cross-Country-Rennen, wenn Donald da ist. Und das ist die Strecke, okay. Sieht auch geil aus, muss man wirklich sagen. Ah, hier, zack, in, outside. Abbremsen richtig, hier runter. Würde ich sagen, wie sieht es hier aus? Ja, bleiben wir oben. Oben. Richtig runterbremsen, ich muss hier kurz. Uah, Alter. Mit dem Rad wäre das einfacher. Ja, oben bleiben, schön runterbremsen, reinrutschen lassen. Ja, entweder richtig runtertreiben lassen. Alter, das ist matschig hier. Gefährlich. Ja, passt schon. Ja, reinrutschen lassen und dann scheißegal außen richtig reinrutschen lassen und dann hier einfach runter. Und dann geht es hier auf den Cross-Country-Trail nach unten. Ja, der Rest ist eigentlich ganz einfach. Sieht ganz einfach zumindest aus. Hier wird es nochmal ein bisschen matschig. Wenn das Rad noch nicht dreckig genug ist, machen wir es hier richtig dreckig. Einfach durch. Ja, und dann, ja genau, hier unten geht es dann rein. Ja, da kommt man sogar auf den Bongo Bongo Trail. Das ist gar nicht schlecht. Ja, genau, jetzt Bongo Bongo Trail hier drüben. Ja, das ist das letzte Stück. Das ist eigentlich ganz einfach. Einfach rum. Offen lassen, reinlaufen lassen, Anleger. Ja, rein Anleger schlaufen lassen. Und dann abbremsen, weil von oben kommt der Bongo Bongo drunter. Bongo Bongo kommt hier runter. Und dann sind wir hier durch. Ja, und. Oh, das ist vergrutscht. Und ich glaube, es regnet sogar. I don't know. Doch, es regnet. Naja, ich laufe ja hier noch Bongo Bongo ein Stück runter. Und ja. Dann war es mit dem Trackwalk hier, würde ich sagen. Kommt hier noch jemand? Nee. Nochmal kurz hier, kurz Panorama genießen. Ja, das war vom Trackwalk hier von Wallis Höll. Oder generell von der ganzen Downhill World Cup Line hier in Leogang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In den nächsten Tagen werden auf jeden Fall ziemlich viele Videos aus Leogang kommen. Course Reviews, aber auch mal ganze Videos so zusammengecuttet. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.